Fast 31 Jahre war der Bahnhof Frohnau Endpunkt im Westnetz. Gute 2 Jahre nach dem Baubeginn war es dann endlich soweit. Erwartet von einer unüberschaubaren Menschenmenge fuhr gegen 9.45 Uhr der Eröffnungszug in den Bahnhof Frohnau ein. Im Einsatz ein festlich geschmückter Zug der Baureihe 480. Punkt 10 Uhr hieß es dann, Adler Türen schließen, Adler abfahren. Aber drehen wir die Zeit etwas zurück. Schon kurz nach der Wende entschlossen sich die Verantwortlichen für die Wiederverbindung aller grenzüberschreitenden S-Bahn-Linien. Entsprechend der Stilllegungsdauer war der Zustand. Zusätzlich war für ein freies Schussfeld der Bahndamm im Grenzbereich abgetragen worden. Zur Anbindung ans Ostnetz nahm die Deutsche Reichsbahn nach 1961 eine Neubaustrecke zwischen Blankenburg und Hohenneuendorf in Betrieb. Erst nach der Rodung kam die alte Trasse wieder zum Vorschein. Im Laufe der nächsten 2 Jahre wurden 4 Brücken erneuert, 2 Unterwerke erweitert und der Bahnhof Hohenneuendorf modernisiert. Im alten Grenzbereich erfolgte die Wiederaufschüttung des Bahndammes. Vorerst wird die 4,2 Kilometer lange Strecke zwischen Frohnau und Hohenneuendorf noch eingleisig bleiben. Hier der Eröffnungszug im alten Grenzbereich. Im neuen Kleid präsentiert sich jetzt der Bahnhof Hohenneuendorf. Hier besteht Anschluss zur S10, die jetzt nur noch bis Birkenwerder fährt. Der Bahnhof Birkenwerder liegt bereits über 10 Kilometer jenseits der Berliner Stadtgrenze. Eine dringende Modernisierung ist längst überfällig. Scheinbar noch im Eröffnungszustand die Bahnsteigbebauung. Wie schon erwähnt, hat die S10 jetzt hier ihren Endpunkt. Fahren wir mit dem nächsten Zug nach Oranienburg. Nach 10 Minuten ist der Bahnhof Oranienburg erreicht. Nicht ausgestiegen sind wir in Borgsdorf und Lenitz. Ab Wannsee erreicht jeder 2. Zug alle 20 Minuten den Bahnhof Oranienburg. Der Wagenpark besteht ausschließlich aus BVGern. So erreichen jetzt auch Vollzüge der Baureihe 480 den Bahnhof Oranienburg und das nicht einmal 3 Jahre nach der Wende. Die neue alte Wiederverbindung macht nun den weiten Umweg über Blankenburg nach Berlin überflüssig. Für manchen bringt es eine Zeitersparnis von bis zu 30 Minuten. Auch der Verein Historische S-Bahn war am Eröffnungstag mit von der Partie. Mit einem Halbzug, der sich jetzt etwa im Zustand der 60er Jahre befindet, sollten Fahrten zwischen Frohnau und Oranienburg angeboten werden. Leider erreichte der Zug nur 2-mal den Bahnhof Frohnau. Irgendwie passte der Fahrplan nicht. Hier auf dem Weg nach Frohnau.